Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und heute zu einem kleinen Special-Video. Ich habe auf Facebook angekündigt, wie das Ganze in Zukunft laufen wird. Es gibt vier sozusagen feste Serien. Das sind einmal ja die 7-Minute-Squads, die Squad-Builder, der Karrieremodus von Hamburg und der Karrieremodus von Newcastle. Irgendeine Serie ist bestimmt dabei, die ich gerade vergessen habe. Es kommt mir zumindest leicht so vor, aber das ist auch vollkommen egal. Auf jeden Fall gibt es vier feste Serien und je nachdem, wie ich gerade Bock habe, wird Special-Video dazwischen kommen. Ja, normalerweise werden die vier Serien immer hintereinander kommen, aber es kann auch sein, dass an einem Tag ein Special-Video und eine Serie kommen oder halt nur ein Special-Video, je nachdem, wie ich Bock drauf habe. Das hier ist eins der Special-Videos und zwar ist jetzt im Titel die Buy First Guy Challenge. Wie oft ihr mich danach gefragt habt, ob ich das machen kann. Genauso wie Random Squad-Builder werden in Zukunft wieder kommen, wenn ich das Ganze auf die Kette kriege, mit Tobi mal das irgendwie in Kontakt zu treten oder sowas. Momentan relativ schwierig, Abi-Zeit und so, ihr wisst Bescheid. Aber auch beispielsweise die Sixpack-Challenge will wieder kommen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da ist eine großartige Unterstützung. 1000 Likes wären richtig, richtig geil. PSI Max und Hudam und Coins gibt es in der Videobeschreibung bei RandRun und Instagram ist auch in der Videobeschreibung. Falling, wie die Challenge funktioniert, für die, die es nicht wissen, ich denke mal, das ist relativ bekannt auf YouTube, ich glaube, jeder hat das schon fast gemacht. Man geht auf den Transfermarkt, sucht sich einen Spieler und den ersten, der da kommt, den nimmt man halt. Und dann versucht man das Spiel zu gewinnen. Mal sehen, ob ich die, Challenge hier schaffen werde. Die Sixpack-Challenge habe ich ja locker geschafft, soweit ich mich erinnern kann. Ich hoffe, dass ich diese Challenge jetzt hier auch packen werde und wir werden einfach mal schauen, was das Ganze uns jetzt hier so bringen wird. Die Formation, ihr seht schon, 4-2-3-1-2 habe ich mir ausgesucht. Das liegt ganz einfach daran, dass ich die Formation auch schon wieder mal spielen möchte. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Und es gibt halt Flügelspieler, einen Zentraloffensiven, einen Stürmer, Sechser und eine Viererkette noch dazu. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz cool so. Denn da hat man Variation, was die Spieler angeht und hat nicht immer die gleichen mit dabei. Und ich denke mal, das ist so ganz cool. Wir fangen an, unsere lange drum zu schnacken. Ich denke mal, kennt ihr das? Wie ich das liebe, ne? Euch wird gesagt, wir sind dann und dann weg. Und dann kommen die um die gleiche Uhrzeit nochmal rein und sagen, wir sind jetzt weg. Als ob ich vollkommen behindert wäre und das nicht wissen würde. Egal, so, wir fangen jetzt an, wir sind anti-Mainstream, das wollte ich gerade noch gesagt haben, deswegen fangen wir natürlich nicht standardmäßig hier irgendwie im Tor an oder so, sondern gehen irgendwo rum und werden random irgendwas aussuchen und starten, nö, wir starten beim Sechser starten wir, hallo, Transfermarktsuche und es wird Salim Muntari, ist an sich in Ordnung, hat gute Werte, alle über 70, aber ideal ist es nicht, wir werden trotzdem weitersuchen, Innenverteidiger als nächstes. So. Eieiei. Hafsavi. Ist nicht so langsam immerhin, aber. Weiß nicht. So ideal ist auf jeden Fall auch nicht. Ginge besser, aber gut. Rechtsverteidiger. Kevin Großkreuz. Also, das läuft bisher nicht so toll. Das geht auf jeden Fall besser, auch wenn auch Großkreuz alle Werte über 70 hat. Also von der Ausgeglichenheit her haben wir bisher ganz gute Spieler erwischt. Aber das geht auf jeden Fall besser. Das geht auf jeden Fall besser. Torwart, komm. Inform Jourdan. Jourdan. Okay. Das hätte auch besser laufen können. Egal. Linkes Mittelfeld. Komm. Vernünftiger Spieler. Ich bitte euch. Julian Draxler. Falsche Seite. Haben wir wenigstens. Obwohl, naja, Schalke Dortmund Link ist jetzt auch nicht so doll. Egal. Ja, Julian Draxler. Na, ging auch schneller, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Aber gut, wir brauchen jetzt langsam mal einen vernünftigen Spieler. Wir brauchen einen guten Spieler. Und wir machen jetzt den Linksverteidiger. Wir haben die linke Seite gerade langsam bestückt. Vielleicht wird sie jetzt schnell. Komm schon, bitte. Was Vernünftiges. Leighton Baines. Ist nicht schnell, aber der kann sonst einiges. Ist aber leider auch winzig, ne? Ja, 1,70. Ah, Castro wäre besser gewesen, auch wenn der auch klein ist. Aber der ist wenigstens schnell. Egal. Werden wir schon mit klarkommen müssen. Als nächstes nehmen wir da mal unseren Zehner. Und da, Freunde, bin ich wirklich sehr gespannt, wer das werden wird. Es wäre fast Hullet gewesen, den ich mir nicht hätte leisten können. Es wird Di Gennaro. Di Gennaro. Oh, Forster Skills. Ja, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Auf dem biete ich jetzt einfach mal ganz kurz. Ja. Ging auch besser, aber. Ach nee, ist ja auch kein Link, ne? Ist auch kein Link zu Muntari. Also, es ginge wirklich besser, aber gut. Nächster Innenverteidiger machen wir mal. Dann den Sechser, dann den Stürmer, dann das rechte Mittelfeld. Und unser Innenverteidiger, Nummer 2 neben Hafsavi, wird anscheinend niemand werden, denn naja, Internet und Server. Golo, 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 Tore. Das ist interessant, das könnte lustig werden. Hafsavi und Golo, das sind beides nicht die größten und allgemein, naja, geht das auf jeden Fall besser. Aber wir schauen einfach mal, wie das Ganze laufen wird. Golo ist auf jeden Fall lustig. Kann ja natürlich jetzt einen klickgeilen Titel machen, featuring Touré und Inform. Na, werde ich wahrscheinlich auch machen. So macht man das ja heutzutage. So, Sechser. Wer wird's werden? Der zweite neben Salim Muntari. Das Ganze ist mir hier gerade irgendwie ein bisschen langsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Romao. Ah, Mann.
Warum denn so Spieler, die kein Mensch möchte? Warum denn nicht hier wenigstens... Okay, die sind alle nicht so doll, aber Ibarra ist wenigstens groß. Weißt du, Romao ist nicht mal groß, aber gute Physikswerte. Na, wird schon werden. Egal, komm, wir brauchen jetzt einen vernünftigen Stürmer, um das ganze Team hier wenigstens ein bisschen gut zu machen. Wir wollen das Ding ja auch gewinnen. Komm schon. Ja, Frisaco, das ginge auf jeden Fall schlechter. Ist aber jetzt auch nicht so ideal, vor allem weil er Silber ist. Na gut, vielleicht jetzt nochmal einen guten rechten Mittelfeldspieler. Wir haben bisher wirklich nur Scheißspieler, ne? Leighton Baines ist der eindeutig Beste. Und das ist wirklich traurig an sich schon. Komm, jetzt irgendwie Bale. Bale. Müller. Müller ist aber okay, weil Müller hat immer noch ein 86er Rating und hat einen Stronglink zu Kevin Großkreuz. Damit sind wir fertig, was das angeht. Ich werde das Team jetzt eben bauen und dann gucken wir uns das gleich nochmal in seiner vollendeten Form an und freuen uns unseres Lebens. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Ihr seht, das Team ist so gut wie vervollständigt. 47 Chemie, ein Spieler fehlt noch und das ist ein kleines Problemchen, denn wir hatten ja Hafsavi, genau, Omar Hafsavi, den sehen wir hier, ne, der aus Saudi-Arabien von Al-Nasr ist es, stammende Innenverteidiger. Es gab keinen auf dem Markt, es gibt keinen Hafsavi auf dem Markt, das heißt, wir müssen nochmal einen neuen Verteidiger suchen. Wahrscheinlich war der, den wir da gerade gesehen haben, der allerletzte und deswegen... Achso, ich dachte gerade schon, what the fuck. Egal, deswegen müssen wir das Ganze nochmal neu machen. Mal sehen, wer uns jetzt beglücken wird. David Luiz, ja, das ist natürlich besser. Das ist natürlich besser, habe ich den im Verein? Ich weiß es nicht. Wenn ja, wäre das eine Führung des Glücks? Nee, natürlich nicht. Machen wir jetzt mal direkt hier eben noch in dem Screen. Ist ja egal, übrigens kleiner Trick für euch. Im Notfall gebt den Namen ganz ein, wenn er da nicht erscheint. Geht nochmal mit dem Leerzeichen nach vorne, nochmal zurück. Und dann werdet ihr ihn meistens finden. Also dann erscheint der Name halt einfach in der Namenssuche, die ist ja ein bisschen verbuggt. Seitdem EA da irgendwas rumgewurstelt hat. So, anscheinend 1800 war gerade eben schon relativ günstig. Jetzt finde ich hier keinen mehr unter 1800, was mich ein bisschen aufregt, weil ich würde ihn ganz gerne für den Preis dann auch kaufen. Ich würde ihn ja jetzt nicht zu teuer kaufen. Gerade weil David Luiz auch so ein Spieler ist, den du gerne in den Sturm, Sturm stellen würdest, weil der das da kann, aber nicht so gerne in der Defensive spielst. Ich zumindest nicht. Gut, ich suche jetzt einfach mal den Spieler eben, stell den rein, dann seht ihr das wahrscheinlich ihr Team und dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Ich muss meine Trikots langsam ändern. Ich habe immer noch die von Manchester United. Oh mein Gott, ist das sein Ernst? Och, scheiße. Wir spielen gegen, naja, Inform Pastore, den ich so gerne hätte. Inform Lavezzi, Man of the Match Gamairo, Inform Rabiot und Man of the Match Oblak. Dazu noch Rabello, Deulofeu, Pereira in der Valencia-Version, Mathieu, Varane und Digne. Das ist nicht gut. Das ist alles andere als gut. Das wird eine sehr, sehr schwere Challenge und ich habe das Gefühl, dass ich die nicht schaffen werde. Aber mal sehen. Schauen wir mal. Oh, oh, ja, das ging gut los. Das ging richtig gut los. Pass auf, ich weiß gar nicht wen. Gamairo? Nee. Rabello. Und dann war das 1-0 nach gerade mal 2 gespielten Minuten. Kolo stand da nicht richtig. Allgemein stand da gar nichts richtig hinten drin. Ja, Kolo geht raus. Die Lücke ist frei. Und weil auch mein Kollege Torwart nicht richtig rausgekommen ist rechtzeitig, steht es jetzt hier nach 2 Minuten 1-0. Also schlechter kannst du in eine Dings-Challenge gar nicht reingehen. Wir gehen jetzt quasi mit Handicap rein. Haben zwar noch 90 Minuten so gesehen, aber gehen mit Handicap rein und mit unserem Team, was uns quasi doppelt bis dreifach handicapt. Draxler auf Baines, der hat ganz viel Platz. In der Mitte ist Sako. Jetzt die flache Flanke vielleicht. Warum auf... Warum? Das, also bitte. Ich meine, der hat keine Chemie, aber der hat so viel Flanken. Chemie ist nur gegen Pace nicht wichtig. Also nur wenn man Pace hat, nicht wichtig. Sarko in die Mitte, komm, 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 Sweat, nein, komm, warum schießt du nicht, du Spasti, oh mein Gott, das gibt's überhaupt nicht, oh. So wird das nix, so wird das nix, komm, Fischkreuz, Fischkreuz, also viel schlechter bin ich nicht, aber die reagieren alle so langsam, dass, oh, warum legt man sich da den Ball vor, anstatt einfach direkt zu schießen? Es ist echt ein Krampf. Ja, Mann. Also es ist einfach aufgrund der Chemie wirklich nicht möglich. Teilweise werden einfach die falschen Spieler angewählt, wenn es viel logischer wäre, einen anderen anzunehmen. Gerade in der Offensive, wenn da ein Pass kommt, dann ist das teilweise ein bisschen blöd. Oder die Pässe kommen halt überhaupt nicht dahin, wo sie sollen. Aber das ist halt die Chemie, ne? Da kann man nichts gegen sagen. Weil dafür ist die Chemie ja normalerweise da. Jetzt die Flanke kommt. Sarko steht gut, es leckt. Und die Flanke landet genau bei
Oh Gott. Ja, Wolski. Geht doch. War das Sakko? Ich glaube schon, ne? Müsste ja gewesen sein. Jawohl. Wunderbar. Ich wollte gerade sagen, zur Halbzeit das Resümee. Die Defensive ist grundsolide. Offensiv geht halt nichts, weil Varane und Mathieu viel zu gut sind. Aber jetzt der Kopfball dagegen Mathieu. Und dann im Nachsetzen nochmal. Gott sei Dank. Das wurde auch langsam Zeit, weil der Ausgleich ist, glaubt es oder glaubt es nicht, verdient. So, Freunde, es ist Halbzeit und wir sehen die Stats. Es ist ausgeglichen. Ich hatte eigentlich mehr Schüsse als drei, aber gut. Ja, das Spiel hält sich eigentlich zu größten Teil, ihr seht es da, in seiner Hälfte auf. Also in seinem 16er auch. Nur 3% und 6%, also 9% nur in unserer Hälfte, beziehungsweise in unserer Nähe des 16ers. Das ist, denke ich mal, ganz gut für die Vergleich, nicht vergleichbaren Teams. Baines! Oh, das ist doch unfair. Warum wird noch das Ding jetzt wieder gehalten? Das war so knapp. War sogar, glaube ich, auch am Pfosten. Also Torwart und Pfosten, beides. Ecke jetzt von Großkreuz. David Luiz, das wäre auch wirklich jetzt ein extrem guter Start gewesen in die zweite Halbzeit. Aber Baines scheitert leider. David Luiz läuft um den Ball. Montari bleibt am Ball. Ist okay. So, zurück auf Luiz. Das macht da Druck. Aber wir bleiben in Ballbesitz. Die Gennaro. Oh, das gibt es doch überhaupt nicht. Seht ihr, das meine ich beispielsweise. Da wäre der Pass auf den Typen da keine Meisterleistung gewesen. Auf Sakko, wollte ich sagen. Habe ich kurz konzentriert und Draxler schaltet im Endeffekt an Oblak. Aber wir sind hier überlegen und wir drücken hier auf das Tor. Da ist nicht Sakko. Da ist Konter. Toll, weil da keiner richtig steht. Aber der Konter unterbunden von Müller. Jetzt der Pass auf Sakko. Und Sakko ist schnell genug. Komm, Junge, mach ihn. Mach ihn! Das gibt es nicht. Komm! Das gibt es doch überhaupt nicht. Was war das wieder? Das war jetzt auch... Oh, Gottes Willen. Das Ding ist, ich bin so überlegen, aber das Tor will nicht fallen und die Gennaro wird es, das habe ich jetzt schon gecheckt mittlerweile, definitiv nicht erzielen. Oder etwa doch... Nein, definitiv nicht. Die Gennaro, jetzt ist deine Chance, ein Held zu sein. Deine Chance, ein Held zu sein. Da, nein, das ist so scheiße. So, Mund, um Gottes Willen. Also das wird wohl nichts mehr in der regulären Spielzeit, definitiv nicht. War jetzt gerade vielleicht ein bisschen blöd gemacht, aber ich weiß nicht, welcher Fuß die Gennaro hat. Und ich wollte lieber direkt vors Tor stellen, als statt aus dem Winkel zu schießen. Einen Schwachen eventuell. Ja, so bleibt es unverdientermaßen für den Gegner. Ihr seht es an den Statistiken, was echt peinlich ist für ihn beim 1:1. Und das, obwohl sein Team an sich das deutlich bessere ist. Und jetzt müssen wir eine Verlängerung und mal sehen, wie es da so laufen wird. Ich werde den Ball nicht mehr ins Tor kriegen. Auch nicht im Elfmeterschießen. Wenn wir Elfmeterschießen machen, verliere ich das bestimmt kläglich. Das ist so ein schönes Ding gewesen, theoretisch. Ne? Und dann macht er den nicht rein, weil er abgewehrt wird. Und das ist halt scheiße. Das wäre natürlich auch wunderbar gewesen in der 96. Minute. Aber nein, es bleibt beim 1:1. Und Müller rennt in den Gegner rein. Was ist das für ein Pass? Da hat es der Verteidiger nicht schwer. Wunderbar von Draxler. Vielleicht ja jetzt. Geht am nächsten vorbei, bleibt erstmal hängen. Aber okay, noch ist alles drin. So, Sakko auf Müller vielleicht. Ja, Ball kommt. Warum mein Junge mit dem Kopf? Ich dachte, er nimmt ihn schön runter und mit dem Fuß, aber nein, er macht es mit dem Kopf. So, Sakko, nee, Montari. Es hat sich dummerweise verletzt, was natürlich gar nicht schön ist jetzt für die nächsten 15 Minuten, die uns noch bleiben. Ah, Romao kommt nicht dazwischen. Komm, Sakko, bitte, das gibt es überhaupt nicht. Müller, ja, Gott sei Dank, macht er den rein. Oh, Gott sei Dank macht er den rein. Ich dachte, weil es so lange gedauert hat, dass der Torwart dann noch irgendwie drankommen würde. Aber nein, Müller ist es im Endeffekt, der das Tor macht. Weil niemand mehr wirklich an den Ball rankommt. Und weil Oblak den nicht kriegt. Das war wie Hannover gegen Hamburg. Ein dummes Gegentor und dann die ganze Zeit drauf geballert und es nicht gepackt. Aber hier scheint es so, als ob am Ende... Eigentlich war es im Hinspiel und im Rückspiel so, ne? Und beide Mal, das hat die, na, zumindest in der zweiten, egal. Zweite Halbzeit war im Hinspiel Hamburg besser. Aber egal. Im Endeffekt gewinnt hier wohl die bessere Mannschaft. Flanke und die Gennaro Schal. Nein, bitte nicht. Oh Gott, das wäre es jetzt auch noch gewesen. Ich hab's ernsthaft geahnt. In der 120. Minute ist noch irgendwas passiert.
Aber Lavezzi trifft nur den Pfosten und dann hat Jodroin sicher. Ja, wir haben gewonnen, die By First Guy Challenge ist somit completed. Wenn ihr diese Serie weitersehen wollt, wenn ihr weitere Folgen davon sehen wollt, also weitere By First Guy Challenges, schreibt es mal in die Kommentare oder lasst einen Daumen nach oben, da ist die beste Resonanz, die ich bekommen kann. Und es zeigt mir natürlich auch am besten, was ihr feiert und was ihr sehen wollt. Das war's von dieser Episode. Tore von Müller und Sarko, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.